Also ich habe die Zeit während Corona damit verbracht, Kinder zu bekommen. Also ich habe sie natürlich nicht direkt bekommen, das hat die andere auch gemacht, aber die war teilweise ja nicht mehr ansprechbar während des Vorgangs. Das war ja dann, also man will ja wohin, und wenn die dann nur noch nicht mehr antworten, das ist ja schwierig. Also ich habe im Prinzip bei der Geburt die ganze Zeit Tee gebracht. Aber danach hatte ich eine tolle Aufgabe. Ich habe die Nabelschnur durchgeschnitten und dann wurde ich gefragt, was wollen Sie mit der Plazenta machen? Und dann habe ich gesagt, da gibt's unterschiedliche Möglichkeiten. Und dann haben die gesagt, ja, die können Sie im Garten vergraben, so als Ritual. Oder Sie können da Globuli draus machen und das kann das Kind dann essen später und dann kriegt es bessere Haut. Oder Sie können es pökeln und so als kleinen proteinreichen Snack für zwischendurch. Ja, also und dann haben wir die Nachgeburt nochmal angeguckt und haben uns aber dann doch für die Tochter entschieden. Durch das ältere Kind weiß ich jetzt sehr viel über Paw Patrol. Ich weiß nicht, ob ihr Paw Patrol kennt, aber also Paw Patrol, das ist so ein 10-jähriger Junge, der wohnt alleine mit 6 Hunden und sehr vielen Geräten in einem Turm und die sind so eine Art Bürgerwehr, kann man sagen. Und die fahren immer irgendwo hin und retten dann irgendwelche Leute. Und ich glaube, jedes Mal, wenn ich eine neue Information über Paw Patrol in meinem Kopf speichere, vergesse ich irgendwas aus meiner Kindheit. So. Oder wie es ist zu lieben, keine Ahnung. Kommen wir jetzt zu einer ganz anderen Sache. Viele Leute haben zum Jahreswechsel bei Instagram gepostet, ja, 2022 war ein Scheißjahr, aber mir war es geil. Das fand ich scheiße. Ich fand irgendwie, die sollten ein bisschen Rücksicht nehmen auf Leute wie mich zum Beispiel. Und also ich war tatsächlich 2022 so viel krank wie noch nie in meinem Leben. 2 Kita-Winter haben mich mürbe gemacht. Oder wie Frau Lamprecht sagen würde, was war das für ein Jahr 2022? Hat mich vor unglaubliche Herausforderungen gestellt. Mitten in meinem Körper tobt ein Krieg. Damit verbunden waren für mich ganz viele Eindrücke, die ich gewinnen konnte. Viele Begegnungen mit interessanten, tollen Ärzten. Dafür sage ich jetzt ein herzliches Dankeschön. Also ich hatte das erste Mal Nierensteine, 2-mal Corona, RS, Adenoviren, Angina, Bauchspeicheldrüsenunterfunktion und Männergrippe im Sommer, als alle draußen gespielt haben. Okay, das Baby war gut, aber sonst nur Shit. Ich habe tatsächlich beim Schrottwichteln ein Kunstwerk bekommen. Ich habe es mitgebracht. Es ist das hier. Ja, ist geil, ja, ich weiß. Es heißt Selbstporträt mit Tarnumhang. Und es ist gar nicht so, es ist tatsächlich relativ wertvoll und ich habe die Bildbeschreibung mitgebracht, die im Museum hing, als die Person, die es mir geschenkt hat, geklaut hat. Also das Bild, es steht dann immer drauf, wie groß es ist, also es ist 20x20 Zentimeter, es ist ca. 1723 entstanden, das Material ist kein Öl auf Leinwand und der Künstler ist ein französischer Künstler, wir würden sagen Hanno, in Frankreich wahrscheinlich eher Anno, der Nachname ist Nym, also er heißt Anno Nym. Das Selbstporträt mit Tarnumhang ist in jeder Hinsicht ein außerordentliches Werk aus der späten Phase von Anno Nym. Geboren 1650 in einem mittlerweile verlassenen Örtchen in der Provence, zog es Nym nach unauffälliger Kindheit mit 15 Jahren nach Paris, wo ihn aber niemand kannte. Seine als Selbstgespräche bezeichneten Notizen dieser Jahre gingen leider bei einem Brand verloren. So sagen zumindest Zeitgenossen, also es soll in Paris in diesem Jahr mal gebrannt haben. Gekränkt wie er war, zog es ihn fort aus der französischen Hauptstadt. Nach seinen Wanderjahren 1665 bis 1679, über die wir so gut wie nichts wissen, ließ er sich vermutlich in Italien nieder oder Spanien vielleicht. Dort machte er eine Lehre zum Bankkaufmann oder eine andere. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass er keine Lehre machte, aber da wir nichts Genaues wissen, sollten wir uns nicht mit Spekulationen aufhalten. Nach 1685 schuf er vornehmlich Skulpturen. Die bekannteste ist sicherlich, das Aktmodell ist heute nicht zur Sitzung erschienen, welche einen leeren Sockel zeigt. Nach einem kurzen Ausflug in die Musik, Silenzio 1699, widmete er sich in seinen späten Jahren eventuell der Malerei. Hervorzuheben sind hier in erster Linie die Landschaftsgemälde Alle Vögel sind leider gestern nach Süden geflogen und Atlantis, die versunkene Stadt. Sie sind leider nicht erhalten. Seine letzten Jahre verbrachte anonym, zurückgezogen irgendwo, um sich seinem Opus Magnum zu widmen, dem Selbstporträt mit Tarnumhang. Bemerkenswert an dieser Arbeit ist neben der reinen Arbeitszeit von etwa 20 Jahren sicherlich vor allem die Leinwand. Diese stammt aus dem Nachlass von Da Vinci oder Rembrandt. Der Erwerb der leeren, unbenutzten Leinwand fraß alle Ersparnisse von Nym auf, weshalb er, so wird gemunkelt, völlig verarmt starb.
wenn er denn starb. Die Bearbeitung des Gemäldes erfolgte mittels der Verwendung der Palimpsest-Technik, die vor allem in mittelalterlichen Urkunden Verwendung fand. Dabei wird das ursprüngliche Bild aus Materialmangel mit dem neuen Motiv übermalt. So auch im Falle von Selbstporträt mit Tarnumhang, wobei in diesem Falle durchaus erwähnenswert ist, dass bei der Übermalung komplett auf jegliches Material verzichtet wurde. Welchen Einfluss nun anonym auf folgende KünstlerInnen-Generationen hatte, ist schwer bis gar nicht einzuschätzen. Vermutet werden kann, dass die Formulierung OT neben Bildern im weitesten Sinne auf Nym zurückgeht. Ob nun aus Spott oder der Bewunderung der kompromisslosen Zelebrierung von Leerstellen, ist vielleicht gar nicht wichtig, aber selbst Warhol hat gesagt, jeder soll seine 15 Minuten Ruhm erhalten, auch die Anonymen. In dieser Retrospektive jedenfalls soll anonym geehrt werden, auf das sein Werk hoffentlich irgendwann gefunden wird oder auch nicht. So, ich jedenfalls will das nicht mehr haben, ich versteige es für einen guten Zweck. An Florian. €10. Es wäre so geil, wenn ich die kriegen würde. So, ich möchte mich verabschieden mit einem Gedicht. Es ist meinen Kindern gewidmet und trägt den Titel Schnauze. Wenn du mich fragtest und du fragst mich so oft nach allen möglichen Dingen, dann werde ich dir total unverhofft ein kleines Ständchen hier bringen. Also, wenn du mich fragtest, was ich mir denn wünschte für mich, für alle, die Welt, dann setz dich, denn ich habe die Antwort schon lange vor deiner Frage erstellt. Zuerst dachte ich, fein, was könnte es denn sein, wonach mein Herz voll Lust sich verzehrt? Ist es Geld oder Ruhm? Ein Tag im Vakuum, ein Auto, ein Fahrrad, ein Pferd? Ich merkte recht zügig, ich habe nichts übrig für Besitz oder Geltung in Massen. Mir reicht, was ich habe und keine dieser Gaben hat die Hände mir feucht werden lassen. Ich habe 2 Kinder und eine Frau. Auch in dem Punkt fühle ich mich perfekt. Die Antwort, die ist sicher irgendwo tief in mir drinnen sehr gut versteckt. Ein Wunsch wird es sein, und zwar für die Welt. Da bin ich sehr altruistisch. Frieden wohl nicht, oder dass der Hunger besiegt wird, das ist leider unrealistisch. Nein, es soll etwas sein, wozu jeder und jede einen Teil beitragen kann. Technisch wäre es möglich und es wäre auch löblich. Wir fingen hier gleich damit an. Lass uns einmal zusammen die Schnauze halten. Für ein paar Sekunden ist es völlig still. Einfach einmal zusammen die Schnauze halten, weil ich das so will. Einfach für 5 Minuten die ganze Welt einmal muten, denn wenn alle schweigen, schweigen auch die Arschgeigen. Es schweigen die Kinder, es schweigen die Mütter, es schweigen auch alle Idioten auf Twitter. Vielleicht schwiegen gar Waffen für kurze Zeit, wenn es niemanden gibt, der Befehle erteilt. Ich glaube, das Konzept ist sehr durchdacht. Ich denke, das ist was, wo jeder mitmacht. Manche sind auch automatisch am Start. Denn für die Hälfte der Menschen ist ja eh gerade Nacht. Wenn doch nur einmal alle die Schnauze halten. Die ganze Welt ist dann völlig still, einfach einmal zusammen die Schnauze halten, weil ich das so will. Und jetzt schaust du mich an und fragst dich dann, warum darf das Baby denn schreien? Da sind mir moralisch und rechtlich die Hände gebunden, schließlich ist es noch nicht mal eins. Und du, mein Sohn, du wirst auch schon noch begreifen, warum ich das tue. Wenn alle Leute das Maul halten heute, dann hören sie vielleicht einmal zu. Vielen Dank. Und noch einen schönen Abend. Tschüss.